Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Ihr habt es wahrscheinlich vielleicht mitbekommen, wenn ihr diesem Kanal folgt, wenn ihr meinen Blog redaktion42.com folgt. Ich habe ein neues MacBook Pro. Ich habe mir das 14 Zoll MacBook Pro gekauft und arbeite auch schon brav damit. Wie gesagt, technisch einwandfrei, alles super, designmäßig. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, finde ich. Aber Rechenknecht, ein wahnsinniges Biest. Und weil es ja immer so ist, wenn man einen neuen Rechner kriegt, will man noch ein bisschen neues Zusatzzeug kaufen. Und mich hat ein Kollege, der Manni aus Österreich, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, er hat mich eine Laptop-Tasche gekauft. Jetzt habe ich wirklich Taschen wie Sand am Meer, aber er hat mir das gezeigt und er hat mich wässrig, den Mund wässrig gemacht. Er hat mir eine Laptop-Tasche gezeigt, so eine Hülle. Kein Rucksack, sondern einfach so eine Hülle über das MacBook aus Leder. Und ich bin ein Lederfreund da. Ich bin ein Lederfreund. Ja, ich habe es mir jetzt doch gekauft. Da ist er. Buckle & Seam heißt das Unternehmen, dieses Lederunternehmen. Berlin, natürlich, die solche Jungs und Mädels sitzen in Berlin, aber Ledersachen gibt es viele. Der besondere Spaß daran ist und der besondere Dreh daran ist, sie produzieren auf der einen Seite hochwertige Taschen, das stimmt, kann ich bestätigen, aber auf der anderen Seite setzen sich für faire Produkte ein. 3% des Umsatzes gehen nach Pakistan in Schulen. Dort werden junge Mädchen beschult und haben die Möglichkeit, Schulen zu besuchen mit den Erlösen meiner Tasche. Und da habe ich ein gutes Gefühl. Faire Sache, finde ich gut. Und ja, jetzt will ich euch mal das Ding zeigen. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Wo macht man es auf? Da macht man es auf. Also schön verpackt. Und gucken wir mal. Und, so. Und dann schauen wir mal, ob es reinpasst. Schirm offen. Ich habe mir ja das 14 Zoll MacBook gekauft und die Tasche soll 14 Zoll mäßig sein. Gut, dann gucken wir mal. Hier, oh, schön, guck mal, guck mal, guck. Hey. Erstmal hier, wo sieht's innen aus? Wo sieht's innen aus? Okay, prima. Aber was richtig cool ist, sehe ich gerade, die haben mir einen handgeschriebenen Brief hier. Seht ihr das? Einen handgeschriebenen Brief. Hey, Matthias, vielen Dank für deinen Einkauf und deine Unterstützung unseres jungen Unternehmens. Wir wünschen dir viel Spaß mit deiner neuen Tasche und verbleiben mit besten Grüßen. Das ist ja mal cool. Und da wird hier nochmal One Back, One Child erläutert, was die machen. Schaut euch die Webseite an. Da wird nochmal Pflegeanleitung. Aber das ist cool. Das ist cool. Also, boah. Super. Aber jetzt geht es ja um die Tasche. Also, handgemachte Tasche. Qualität soll super sein. Ja, habe ich mir bestätigen lassen von vielen Ecken. Jetzt wollte ich selber mal eine haben. Und jetzt mache ich mal hier das Ding raus. Und so sieht es innen aus, die Kiste. Will man gar nicht wegschmeißen, so die Erde. Als Kind hätte ich sofort angefangen zu malen. Aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Da ist die Tasche drin. Nochmal verklebt. Ja, und da schaut mal an. Auch hier ein schönes Stoffsäckchen. Das kenne ich von hochwertigen Lederwaren und ich kenne es von hochwertigen Schuhen, dass man sowas liefert. Und jetzt? Wow. 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 Es riecht nach Leder. Und natürlich wird das Leder nicht so bleiben, sondern es wird nach ein paar Wochen, nach ein paar Gebrauchssachen anders ausschauen. Es ist dann ein Leder mit Charakter, wie es so schön heißt. So, machen wir mal auf. Ich schraube jetzt hier, mache hier mal diesen Faden auf, dieses Lederbändle. Hier ist nochmal das Logo dran. Schön gemacht. Also allgemein total schön gemacht. Hier ist die Tasche. Schauen wir mal die Tasche von außen an. Jawohl, Verarbeitung passt. Das ist eine Tasche, die in den, ja, in die Aktentasche kommt. Ich arbeite, und jetzt hier, ich arbeite viel mit ja, Taschen von Messerschmitt und anderen großen High-End-Anbietern. Aber ich wollte jetzt mal so eine Sache haben. Also, Manni, danke. So sieht's aus. So ein Knöpfchen. Okay, mal schauen. Jawohl. Mach ich mal auf. Oh, geht schwer auf. Ah, jetzt ist offen. Jetzt ist offen. Und
Aha, man muss hier dieses Nippel durch die Lasche ziehen, wenn man frei, und dann geht das Täschchen auch auf. So, so sieht es innen aus, nämlich sie sieht aus wie eine Ledertasche. So. Es passt, sehe ich jetzt schon, Ladegerät und Maus nicht rein, aber die kommen sowieso extra. Und MacBook hat relativ lange Akkuzeiten. Aber jetzt probier's mal. Jetzt kommt das Ding, das MacBook, da rein, passt es da rein. Das ist für 14 Zoll. Guck mal, es passt wunderbar rein. Zack. Jawohl. Und dann wie die jungen Menschen muss ich das so unterm Arm tragen und so. Und dann muss ich es raustun und dann fällt die Tasche runter, aber es wurscht. Nein, ich setze es vor allem in Seminare ein. Und da kann ich richtig schön angeben. Ich kann auch was über die Tasche erzählen, ich kann was über den Hersteller erzählen. Und Freunde, das werde ich auch machen, weil die Idee ist gut. Die Idee ist einfach super. Nachhaltigkeit, ja, ein Luxusprodukt. Natürlich, eine Ledertasche ist ein Luxusprodukt, so sieht es aus. Da muss man gucken. Und hier merkt sie, hier sieht man schon gleich. Hier, dieses Knubbelding, das wird sich verändern im Laufe der Zeit. Ich bin schwer angetan. Hier ist nochmal der Schriftzug eingebaut. Imprägniert. Und es riecht gut. Es ist natürlich kein Stoßschutz drin. Da müssen wir uns auch klar sein. Es ist nicht eine Laptop-Tasche oder sowas, sondern es ist eine volle Angebertasche und damit passt es ideal für mich. Man geht auf Seminare und sagt, hallo, hier bin ich, holt das raus. Ich mache nochmal auf. Das Aufgehen geht schwer. So, dann zieht man diesen hier nochmal aufgemacht und nippelt durch die Lasche. Und da vorne passt was rein. Was passt denn rein? Ich weiß nicht, Visitenkarten passen rein. Ladegerät passt nicht rein, also Transformator von Apple passt nicht rein. Kabel geht vielleicht rein, aber wird wahrscheinlich alles extra sein. Es ist halt... Ein Stift passt auch nicht rein. Ja, vielleicht ein teurer Mont Blanc. Oh, guck mal hier. Ich werde hier meinen Mont Blanc reintun. Mont Blanc. Oh, mal rein. Nee, geht nicht rein. Bleibt durch. Geht woanders hin. Also, ich bin begeistert. Freunde in Berlin, habt ihr gut gemacht. Knorke, glaube ich, heißt das bei euch oder so. Ich habe keine Ahnung. Und wenn ich mal in Berlin bin, dann nehme ich mir die Freiheit und schaue einfach mal vorbei. Vielleicht habt ihr ja Lust und lädt mich auf einen Kaffee ein. Und jetzt gibt es noch die Back Friday Woche. Ich glaube, ich kaufe noch was. In diesem Sinne, habt euch wohl, alles Gute. Macht's gut. Servus.